Willkommen zurück bei Elite Dangerous. In der letzten Folge sind wir hier ein bisschen im Abbaugebiet umhergedüst, haben einiges eingesammelt. Nicht so unwahrscheinlich viel, aber doch schon ein bisschen. Ein bisschen Geld springt dabei schon raus. Und ich würde sagen, wir machen das nochmal eine Runde weiter. Oder zwei, schauen wir mal. Aber ich versuche hier erstmal gerade irgendwie aus der Massensperre zu entfliehen, damit wir dann ruhig auch mal in so einen Abbaustandort düsen können mit hoher Intensität. Nehmen wir so ein. Jawohl, jetzt geht's los. Und zwar, da müssen wir auf die andere Seite. Werden wir dann doch noch öfter auf den einen oder anderen Piraten treffen und dann nehmen wir uns die noch vor, knöpfen uns die vor und erledigen die auch. Bisschen schwieriger mit der Clipper, aber sollte kein Problem sein. Düppelwerfer sind immerhin dabei. Das dürfte die ein oder anderen wenigstens ein bisschen auf Abstand halten, falls uns ein kleiner Dreierwing angreifen sollte. Aber ich sehe schon, komm, wir sind diesmal nicht mit der Vulture unterwegs, sondern mit der Clipper. Und schon kommen die fetten Schiffe als Piraten um die Ecke. Ach, verdammt, da fällt mir gerade was ein. Halt, wie lange geht denn das hier noch? Geht noch 4 Tage, ist immer noch nicht Tier 6 erreicht. Tier 7 meine ich. Tier 6 ist schon erreicht. Naja, gut. So, sind wir einmal drum rum um den Planeten und jetzt geht es wieder nach unten oder nach oben. Je nachdem. Ich wollte nämlich schon ganz gern mal, wenn wir mal in die Statistiken schauen. Abbau sind es gerade mal 859.000, dass da auch wenigstens 1 Million steht. Oh, das ist aber nicht... Oh, Moment, da müssen wir mal kurz warten. Das davon ist nämlich nicht der metallische Planetenring. Der andere auch nicht. Wo ist denn der letzte? Ich glaube, der war in der Nähe, wo wir gerade hergekommen sind. Ich würde schon dann trotzdem gern in dem metallischen Planetenring bleiben. Okay, da fahren wir mal. Oder fliegen wir in den... Ich will immer fahren sagen, warum auch immer. Ne, wir fliegen in den normalen Rohstoffabbaustandort. Da müsste gerade so an der Grenze sein. So, ein bisschen nach oben. Okay, und ab dafür. Ist einfach jedes Mal majestätisch, wenn man auf so einen Ring drauf zufliegt und langsam sich dann irgendwann, gleich ist es soweit, so die einzelnen Gesteinsbrocken herauskristallisieren. Ah, jetzt wird der Nebel schon ein bisschen dichter und gleich kommen dann so die ersten Steinchen zum Vorschein. Ah, jetzt genau geht das los. Jetzt können wir schon reindroppen und jetzt ist alles voller kleiner Steinchen. Springen wir rein, bevor wir zu nahe kommen. Können wir nochmal boosten? Ja, das können wir nochmal. Was haben wir gerade? Den Erzsucher haben wir gerade draußen. Bewegt er sich hier vorne? Nö. Ja, da schauen wir doch direkt mal nach. Frachtluke raus. Bisschen aufpassen, nicht, dass wir hier... Nanu? Fliegt die vorbei? Nö. Achso, ich glaube, weil ich mich gerade gedreht habe, deswegen... Okay, machen wir auch mal die Scheinwerfer an. Was haben wir? Oh, Palladium ist auf jeden Fall dabei. So, da haben wir mal einen Sammler rausgeholt. Also schon komplett. Sah vom Weiten gar nicht so aus, dass er sich bewegt. Rotiert aber trotzdem ein kleines bisschen. So, wieder schön geparkt und ab zum nächsten. Der hier vielleicht. Und zack. Das ist nett, was uns alles so erzählt, oder? So,
sieht es beim Bertrandit aus? Naja, Palladium ist okay. Was haben wir da hinten? 100%. Indeed 17,42. Ist jetzt nicht so das Wahre, was ich gern hätte. Was haben wir hier vorne auf dem kleinen Runden? Zumindest sieht er relativ nah aus. Da fliegt sie. Gold, oh nice, 13% Gold. Da haben wir doch noch 21% haben wir noch. Ich glaube, wir haben gerade einmal Bertrandit eingesammelt, wunderbar, genau. Das Feld ist gerade frei geworden im Hopper. Aber keine Gegner hier unterwegs. Doch, guck mal, da hinten wird geschossen. Und uns aber keiner bei den... Oh, verdammt. Oh. Oh Gott. Wird uns aber keiner bei den Kontakten angezeigt, würde ich sagen. Boah, jetzt ging mir aber gerade die Muffe. Huiuiui. Auch hier wieder exakt 10 Teile drin. Da fliegen sie alle. Ja, ein bisschen angestrahlt. Dürfen wir bestimmt nochmal Gold zusammenkriegen. Schauen wir mal, 33%, was kommt da so dazu? 43%, na umso besser. 10%, das wäre okay. 55, jawohl. 69, Ast rein. Wie viel haben wir noch? 2, 3? Könnte reichen. Nee. Ist jetzt schon immer kein Gold mehr dabei. Ja, doch, da nochmal. Wir haben sogar noch unten ein Feld frei. 1. Und das letzte Stückchen. Jawohl, exakt auf 100% beim Gold gekommen. Da haben wir schon mal 3-mal Gold. Das ist eine ganz feine Sache, wenn wir das gut verkaufen. Dann können wir mit den 3 Brocken schon mal 30.000 machen. Ja, ich denke, wir werden das vielleicht bei Niri verkaufen. Das ist hier gleich um die Ecke ein Hightech-System. Und die benötigen das ja immer. Oh, Pyanit. Oh, 7% und Platin auch noch dabei. Halleluja. Ich habe wenigstens einmal Pyanit voll. Oh, hier ist auch eine ganze Menge drin. Müssten 12 kleine Brocken bei rauskommen. So. Geil. Wie sie links und rechts alle aufgeteilt sind von uns. Da stelle ich mich jetzt einfach mal hier links hin. Erstmal über die eine Reihe. So, da sehen wir es. Zack. Genau. Ich weiß gar nicht, wonach der geht, der kleine Sammler. Ob der sich einfach den raussucht, was am nächsten ist. Oder, wer kommt denn da angeflogen? Ach so, da oben wird gekämpft. Oder was am... wenigsten Haltbarkeit hat, dass der halt erst die einsammelt, die dann am ehesten verschwinden würden. So, und jetzt fliegt er hier rüber. Dann düsen wir auch hier rüber. Da sind noch einige da drin. Wie viel fehlt uns denn zum Pyanit noch? Prozent haben wir erst. Ach Gottchen. Das ist aber wenig. Aber ich finde das ganz geil. Die bewegen sich ja alle kaum, die ganzen Gesteinsbrocken. Ab. Der nächste darf losfliegen. 21%. Was? Achso. Ja, gut. War bloß eine Info wegen der neuen Kralle, die ich losgeschickt habe. So, und das letzte Stückchen kommt. Kann ich dabei auch fliegen? Der kommt trotzdem ran, oder? Achso, da war noch eins. Oh. 35% Pyanit. Was haben wir da hinten? Osmium ist auch nicht schlecht. Ich glaube, so 6.000, 7.000 gibt das. Gallit. Weiß gerade nicht hundertprozentig, was uns Gallit bringen würde. So, ist egal. Wir nehmen einfach mal den nächsten mit. Wie gesagt, einmal Pyanit hätte ich schon ganz gern. Sind locker mal knapp 30.000, 35.000. So,
Flieg und Sieg. Silber, jawoll. Palladium auch. Sehr gut. Palladium ist auch immer eine ganz feine Sache. 33,33%. Was haben wir da? Silber 11%. Aha, okay. Man kann die Sonden ja auch speziell losschicken, dass sie ganz schnell was einholen. Eines der kleinen Gesteinsbrocken, die der Sammler verschwindet dann aber. Ich glaube, man muss vorher das Ziel anvisieren. Einen bestimmten Brocken. Und dann geht's los. Dann muss man den Sammler aktivieren. Dann schießt der vorne raus und sammelt ganz, ganz fix. Ah, okay. Der Sammler, ich habe es gerade gesehen, der Sammler hat unten gerade gewartet, solange wie die nächste Sonne raus ist, die nächste Sucherkralle. Da haben wir auch wieder ein bisschen Gold dabei, das ist ja nett. Halt. In Verarbeitung. Oh, ich komme immer auf die falsche Zahl. Raffinerie voll? Schwachsinn. Jetzt. Näher ran, dann können wir hier schon ein bisschen was abbauen. Nicht zugewiesen. Machen wir doch mal Silber. Nice. 12% Silber. Wie viel Silber haben wir schon dabei? Zweimal. Aha. Galit auch schon viermal. Da ist er erschöpft und da unten sind sie alle. Aber das ist echt geil, wenn wir die Schiffe einlagern, dass das erhalten bleibt. Ah, ich sehe gerade. Hinter uns sind noch mehr. Was haben wir nicht zugewiesen? Gold. Wunderbar. 3% Gold für die nächste. Oh, hier links hat gerade hinter dem Gesteinsbrocken jemand einen Doppelwerfer gezündet. Habt ihr das eben gesehen? Obwohl, da eigentlich ist doch da keiner. Wer fliegt denn hier rum? Eine Kobra. Okay. Na gut. Nicht zugewiesen. Endlich haben wir auch nochmal voll. Sehr gut. Ach so, ja, da ist leider nichts Gescheites drin da hinten. Deswegen nehmen wir mal den anderen. Vielleicht einen, der nicht ganz so weit weg ist. Was ist mit dir dort? Da bin ich rechts hängen geblieben, verdammt. Die arme, schöne Klipper. Oh, nice. Eine ganze Menge Palladium haben wir hier drin. Da ist echt eine Menge drin. Das wird reichen für nochmal Palladium. Knapp 14.000, wenn wir Glück haben. So. 81, wunderbar. Oh, die echt voll. Dreimal Palladium, fünfmal Galit. 1, 3, wird langsam. Boah, ist da viel Palladium drin. Vielleicht kriegen wir es nochmal voll. Hier ist aber gerade mehr unterwegs. Oh, guck mal, hier ist eine ASP. Achso, die sammelt ja hier auch immer ein. Von der müssen wir uns nicht fürchten. Vielleicht sollten wir die Kobra mal aufsuchen. Kann sein, dass die hier als Pirat unterwegs ist. Ich würde sagen, das machen wir gleich mal, wenn der Sammler hier fertig ist. Ach, guck mal, da ist noch was. Nochmal zwei.
Na, jetzt komm schon. Ah, okay. Gut, dann fahren wir mal die beiden Waffen aus. Oh ja, stimmt. Die habe ich ja so gepackt, dass die Mr. Bob. Okay. Ja, ist allerdings sauber. Die habe ich ja so gepackt, dass die relativ, also ganz rechts und ganz links am Wing sitzen. Die Abbaulaser habe ich anders positioniert. Was haben wir hier? Eine Sidewinde. Okay, alles sauber. Auch die ASP. Ja, das sieht ganz danach aus. Da ist ein Adder. Wo haben wir den? Hier über uns. Der baut auch ab, okay. Wo wurde denn vorhin gekämpft? Das dürfte schon lange vorbei sein. Aber wir können ja mal dahinter fliegen. In die Mitte vom Abbaustandort. Sammlung gescheitert, okay. Ich kann ja mal die Frachtluke reinfahren, dann fliegen wir auch wieder schneller. Dann kann ich auch wieder boosten. Ist ja noch jemand? Nee, oder? Da ist noch ein Adder. Auch am Abbauen heute. Oh, habe ich aus Versehen geschossen. Gott sei Dank habe ich den nicht getroffen. Alle sauber. Ja. Niemand, der hier Stress macht. Das gibt's doch gar nicht. Na gut. Wollen wir vielleicht so nach ein paar Piraten suchen im Supercruise? Ich habe zwar nichts, womit wir die rausziehen könnten. Aber vielleicht kommen die von ganz automatisch in Signalquellen. Oder ziehen uns raus, wenn die sehen, dass wir so ein paar Sachen dabei haben. Ist jetzt nicht übermäßig viel, was wir gesammelt haben. 4, 6, 9, 10, 15, 18. Ja, 18 Fragmente, beziehungsweise 18 Mal Waren mit an Bord. Gehen wir mal in den Supercruise und gucken mal bei Signalquellen, ob wir da vielleicht ein paar Piraten finden. Können wir auch mal wieder mit der Clipper ein bisschen kämpfen. Mal ein paar Meter weg. Reicht das schon? Bin mir nicht sicher. Bisschen Abstand müssen wir erstmal gewinnen. Die tauchen nicht direkt dahinter auf. Na komm schon, ein bisschen noch. Okay, ich denke, hier können wir es probieren. Ah ja. Da ist schon mal eine Schwache. Was haben wir da drüben? Ach so, das ist die. Oder? Nee, ist eine andere. Einfach mal schauen, was so passiert, wenn wir jetzt so ein paar Unidentifizierte ansteuern. Oh, was haben wir hier von? Eine Unidentifizierte. Sehr gut, genau nach der haben wir gesucht. Hauler. Schilde sind offline, okay. Sauber. Wen haben wir denn hier noch dabei? Ich nicht ins Fadenkreuz. Wieso nicht? Hallo? Jetzt? Oh, eine Cobra.
Ohne Schilder. Verdammt, Scan ist abgebrochen. Oh, nö, 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 nö. Dich kriege ich noch. Komm schon, Scan noch, bevor er platzt. Jawohl. Och Gott, das ist ja erbärmlich. Das Sidewinder und das andere war der Hauler, oder? So, komm her, du Kleine. Sidewinder. Oh, ist ja niedlich. Greift er uns auch an? Der könnte sogar mehr Kopfgeld dabei haben als die Cobra. Bleib hier. Du wirst doch nicht. Okay, 3600. Was sind das hier für Fragmente, die hier rumliegen? Illegale Bergung. Kaffee war das. Okay. Suchen wir weiter. Vielleicht können wir ein paar lohnendere. Eine Pferdenance oder eine Python oder so. Das wäre doch mal was. So ein bisschen mehr Varianz finde ich ganz cool bei den Signalquellen. Haben wir schon wieder. Aha. Nett. Eine schwache Signalquelle. Ich würde auch in eine starke reingehen. Da könnten wir Glück haben mit so einer Anaconda nochmal. Oder wieder mit so einem Anaconda-Wing. Wie sie uns schon mal zu viert überrascht haben. Ah, super. Oh, was haben wir denn hier? Typ 9. Ein paar Sidewinder. Gehören die alle zusammen? Ja. Die sehen alle ganz friedlich aus. Wir können uns ja mal direkt mal die Größenverhältnisse anschauen. Zu jung, viel zu jung. Wer sagt das? Die hier unten? Nee. Die gehören doch alle zusammen. Wo ist jetzt der Typ? Oh! Das ist der Typ 9. Ja, schon ein ganz schönes Monster. Da links die kleine Sidewinder. Bis wir aus der Masse wegkommen. Auch geil, wenn der Typ 9 einfach mal ohne Schilde unterwegs ist. Im 6er Geschwader sogar. Schade, war leider nichts. Scheiden tut weh, ein schöner Schmerz. Meinte gerade der Transporter oder der Wing. Ich weiß nicht, was die mir damit mitteilen wollten. Hätte ich sie doch angreifen können? Wahrscheinlich eher nicht. Komm schon, haben wir noch irgendwo ein lohnendes Ziel? Ach hier, das eine Kopfgeld ist mittlerweile weg. Jetzt haben wir nur noch die 11.000 in Gaula Wu für die nächsten 4 Tage. Ähnlich lang wie das Community-Event dauert. Eine haben wir noch. Kommt so eine fette Viper oder so. Ein Igel und eine Cobra. Die hat doch mit Sicherheit Dreck am Stecken. Auch nicht. Och, komm schon. Nichts dabei. Na gut. Dann düsen wir einfach mal nach Niri und verkaufen da die ganzen kleinen Gesteinsbrocken, die wir eingesammelt haben. Frameship Drive charging.
verdienen wir wenigstens noch ein kleines bisschen Geld heute. Naja, vielleicht werden es ja knapp 100.000 wenigstens durch die Gesteinsbrocken. Oder 110.000, dass wir die 1 Million herkriegen für die Abbaustatistik. Will heute wieder nicht. Geht doch. Haha. Hellenlock, 150 Lichtsekunden, wir kommen. Ein bisschen haben wir wenigstens dabei. Vielleicht werden wir nochmal abgefangen. Das lohnt sich ja auch oft, wenn man dann abgefangen wird. Wie voll der Hopper einfach mal ist. Okay, keiner, der uns abfangen möchte. Na gut. Bis jetzt auch schon mal bloß ganz knapp ein paar Kilometer vor dem Wiedereintritt passiert, dass mich gerade noch mal so jemand abfangen konnte. Da war ich mal mit der Anaconda unterwegs zum Handeln. Das ist schon ein paar Monate wieder her. Apropos Anaconda, die hätte ich gern mal wieder. Was haben wir derzeit? 8,7 Millionen. Das reicht noch nicht. Um sicher zu gehen, müssen da noch ein paar mehr her. Wahrscheinlich nicht jetzt durch den Verkauf. Gut, wir könnten theoretisch, wäre es ja kein Thema, wir verkloppen einfach die Orca wieder. Aber die möchte ich trotzdem behalten, die lassen wir dabei. Die wird ja sonst schon oft gemobbt. Und da soll sie sich wenigstens bei uns wohlfühlen, im Dock. Ab und zu holen wir die dann einfach mal raus. Gehen mal mit ihr Gassi. So, Fahrwerke raus und dann ab auf Landeplatz 10. Was ich auch ganz geil fände, wenn rechts oben bei dem Infofeld oder links oben, okay, wohl doch dann eher rechts oben, wenn man so eine Landerlaubnis haben möchte, dass dann erstmal rechts oben so ein kleines Video-Chat-Fenster kommt mit irgendeinem Kommandanten oder der sich hier um die Anflug- an oder Andock-Anfragen kümmert, aus der Station kommt, der dann auch so ganz, ganz kurzen Text bloß hält mit entweder ja, du bekommst einen Landeanflug oder nicht. Und wo das dann halt doch mal so kommunikativ so rechts oben irgendwo dargestellt wird, in so einem kleinen Extra-Fenster wie bei so einem Video-Chat halt, das finde ich ganz geil. Das gab es doch mal in irgendeinem Spiel. War das bei der X-Reihe? Weiß ich nicht mehr genau. So, was haben wir denn dabei? Warenmarkt erstmal. Gold, sehr gut. Das ist ein guter Preis, 10.288. 30.800 dafür. Palladium, na, knapp 14.000 ist okay. Silber 5.000 ist auch okay. Bertrandit 2300, okay. Oh, Galit auch 2300. Hätte ich gar nicht gedacht. Was haben wir hier noch? Indeed. Weg damit. Haben wir noch mehr? Das dürfte es gewesen sein. Ja, gut. Nur noch die Krallen dabei. Und bei den Kontakten. Ach ja, das sind die alten Strafen, die wir jetzt auch nochmal bezahlen dürfen. Na gut.
Wir holen die Kopfgelder lieber in dem kontrollierten System bei uns in Morana rein. Da kriegen wir, glaube ich, ein kleines bisschen mehr. So, wunderbar. Na gut, da war es das für die heutige Sonntagsfolge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Dann wird es vielleicht wieder ein bisschen spannender. Ciao.